Moin Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge der HSV-Karriere. Wir sind direkt dabei. Spieltag Nummer 7 gegen Leipzig. Schnellsimulation starten wir gleich. Bin ich ganz ehrlich, da wird nicht viel zu holen sein. Aufstellung lassen wir, glaube ich, auch so. Ja, Schnellsimulation, zack. 4-1 Niederlage. Freiburg gewinnt gegen die Bayern. Wild. Ganz wild. Welche Prozesszeit von einem ausgeglichenen Dings nicht? Die mangelnde Spielzeit schadet meiner Karriere. Ich möchte wechseln. Ist auch geil. Er war vor ein paar Tagen noch zufrieden, dass er zeigen konnte. Und jetzt wieder ein Spiel nicht gemacht und er möchte wechseln. Er ist Perspektivspieler. Mach dir mal einen Begriff. Perspektivspieler. Tom Frank, Laie. Nee, ja, warum hat er das eigentlich abgelehnt? Das weiß ich auch nicht. Delegieren. Machen wir mal eine kurze Laie. Wäre ja ganz cool. Nächstes Spiel gegen Gladbach, das spielen wir natürlich wieder selber. Transferangebot für Chambert, Al-Ali. Auf einmal kommen ja die Angebote rein. Aber natürlich auch mal eine Kurzleihe. Schiebe ich jetzt noch nicht den Riegel vor, aber eigentlich weiß ich nicht. Isaac Moore, Armin Gigovic, natürlich sehr, sehr stark. Noch ein Niklas Dahlström. Wen hatten wir noch? Achso, Isaac Moore war das ja. Und Luca Raimund. 1,88. 69er Stärke, wow. Nicht schlecht. Spieltag. Eigentlich will ich auch. Ja, Miguel Francis ist auch richtig sehr unglücklich. Das ist der Nächste, der wahrscheinlich wechseln will. Alle unglücklich, gut, ja, San. Alle sind sie durchgeknallt. Sanders auch durchgeknallt. Ist das nicht der Wahnsinn? Wir werden trotzdem Chambert jetzt spielen lassen, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass er der bessere Torwart ist. Von daher, wir werden da mal ein bisschen schauen, dass wir das ändern können. Wir gehen rein. Auswärtsspiel in Gladbach. Wird natürlich super schwer. Allerdings muss ich auch sagen, Gladbach nicht unschlagbar. Los geht's, wir stoßen an. Helber und Trikots. Ja, das mit dem, also mit Chambert, das finde ich jetzt ja schon wieder auch so eine Frechheit, weil so Perspektivspieler. Ja. Da muss man sich dann auch mal hinten anstellen. Gerade als Keeper, da hast du halt nun mal die Problematik, dass nur einer von beiden spielen kann. Alles weg. Guter Ball da. Ah, wird gefährlich, aber gemacht, Chambert da, sauber. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Mikel Bronsis gefällt mir noch ganz und gar nicht. Kann Beimo noch
0, nicht ersetzen. Von daher wird das auch wahrscheinlich eher ein, ja, nur eine Saison, vielleicht auch schon früher was in Richtung Abgang. Oh, Chambert, stark. Muheim jetzt. Ach, guter Versuch, aber Abschluss denn doch zu schwach. 0:0, 38 Minuten gespielt. Ja, im Moment sind wir ganz gut in der Partie drin, aber wenig Großchancen. Chambert zweimal musste er schon eingreifen. Bis jetzt macht er seine Sache sehr gut, obwohl er seinen Wechsel geäußert hat. Ich, wie gesagt, Leute, ich kann es echt nicht verstehen. Aber das ist auch wieder typisch FIFA eigentlich. Wieder schon mehr. Ich meine, warum gibt man ihm die Rolle Perspektivspieler? Weil er denn halt nun mal nicht die Nummer 1 ist. Null zu null Halbzeit. Ja, was soll ich dazu sagen zu der ersten Halbzeit? Muss mehr kommen von beiden Teams aber. Er fährt jetzt mal auf der rechten Seite. Kann man die Pille reinflanken. Und, oh, Bakariata. Richtig gefährlich. Knapp drüber. Sah ein bisschen komisch aus, die Flanke erst. Und dann der Abschluss. Boah, der hätte fast gepasst. Das war richtig gut. Mehr oder weniger irgendwie Zufall. Auf einmal war Meffert da auf dem Flügel. Nun ja, wie wir wissen, nicht gerade seine Paradedisziplin, irgendwie Offensivvorstöße zu machen, aber ich werde auch gleich mal ein paar Verträge verlängern. Schonlau, Meffert, Mikkel. Sehr, sehr stark. Wer war das? Ja, Paraden 4. Irgendwie komisch. Keine Ahnung, was er da genau gemacht hat. Da irgendwie anstatt den Ball einfach abzuwehren. Mit dem Abschluss raus da. Sehr stark. Ferrei kommt rein, unser Ex-Spieler. Jetzt auf rechts. Muslia. Wir werden gleich mal versuchen zu wechseln. Oh. Meffer. Irgendwie kommt er da noch durch und jetzt stecken wir ihn durch. Auf einmal. Oh! Das war. Nee, das war schlecht. Das war wirklich ganz schlecht. Ja, Gladbach jetzt natürlich mehr nach vorne. Gladbach macht Druck. Nicht gut. Guter Kontakt da. Und jetzt Otto. Oh, Leute, jetzt kommt, spielen wir die Pille ins Aus. Kein Wechsel mehr. Der Ball geht einfach nicht ins Aus. Eins zu null in der 89. Ach komm. Was für eine Kacke. Hm.
Nein, Pfosten! Irgendwie noch. Ah. Ah, wie bitter. Wie bitter war das denn bitte? Also, total. Total unnötige Niederlage. Also der Punkt war auf jeden Fall drin und so Finanzen. Also ein Mickel werden wir nochmal verlängern. So, wir haben die Verträge verlängert von Meffert und von Schonlau. Bei Meffert ein Jahr, bei Schonlau haben wir 2 Jahre verlängert. Leichtes Gehaltsplus, leichte Boni. Ja, und bei unserem dritten Torwart Mickel, der hat einfach keinen Bock. Ich habe ihm ein bisschen weniger Gehalt gegeben, weil er einfach absolut keine Rolle spielt bei uns. Genau, also Mickel hat abgelehnt. Wie gesagt, er spielt keine Rolle bei uns. Ich würde ihn irgendwie mit durchschleusen. Unzureichendes Gehalt. Ja. Warten wir mal ab, gehen wir nochmal in die Verlängerung dann rein später. Scholz und Schewtschenko würde ich sagen, verlängern wir auch. Und auch Meier könnte man auch nochmal verlängern. Aber das mache ich dann nochmal parallel irgendwann. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Das ist jetzt Torben Frank, der verlässt uns zur Rückrunde für 6 Monate. Wir starten direkt rein im Volkspark 1. Ist gesagt, auf jeden Fall. Wir haben, im Moment sind wir absolut in einer Krise, noch jetzt, aber direkt am Anfang, Fehlpass, Otto kann durchstarten, Otto, jetzt, und das hätte ein Blitzstart sein können. Ah, was für eine dumme Aktion da. Mich ärgert diese Niederlage gegen Gladbach extrem doll, weil sie so unnötig war. Chabert wieder im Tor und auf der rechten Seite Schewtschenko statt Mikroponsis. Oh, schon wieder, das ist unglaublich. Marmouche gegen Chabert. Kriegen ihn nicht raus. Also, dass wir hier noch nicht hinten liegen, das ist absolut Lun spielt tatsächlich bei denen. Oh, jetzt abpassen. Schon wer wieder, meine Herren. Was für eine Parade. Also, wie gesagt, vielleicht hat sich das Thema auch schon geklärt, wer unsere Nummer 1 ist. Auch wenn er jetzt wechseln will, ja, okay. Lass ihn mal ein bisschen meckern. Noch ein Angriff. Einmal auf Otto. Otto. Oh. Jetzt wird's gefährlich, Otto. Oh, Gottes Willen. 62. Minute, fast das 1:0 aus dem Nichts irgendwie. Eigentlich Marmouche geht raus. Er hat zu viel geackert, kein Tor gemacht, aber eieiei. Gibt nicht mal eine Wiederholung. Muslia Außennetz. Was für eine geile Flanke war das denn? So gefährlich. Die muss ja da eigentlich. Also. Oh. Ja. War da vielleicht ein bisschen überrascht, dass der so gut noch rankommt und frei steht.
Ich meine, eigentlich darf er davon nicht überrascht sein, weißt du? Ich werde so erfahren. Schomberg wieder. Ey, es ist der Wahnsinn, was der hier heute abliefert. Schomberg hat den 0:0 gegen Frankfurt. Ich glaube, das ist in Ordnung. Nicht optimal. Aber wir gehen direkt gleich ins nächste Spiel gegen Leverkusen. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Wieder Leverkusen. Wieder Schembert im Tor. War absolut ja, Weltklasse gegen Gladbach. Ja, Leverkusen ist natürlich haushoher Favorit. 18 Punkte. Aber die Dortmunder waren auch Favorit und wir haben da den Sieg geholt, also von daher diesmal auswärts. Muheim jetzt direkt einmal. Oh mein Gott, wieder Schamber. Das war knapp. So, jetzt können wir mal wieder richtig hier anfangen, Fußball zu spielen. Wobei wir hatten auch gegen Frankfurt, hatten wir ja auch unsere Chancen, so ist es nicht. Scholau, jetzt Amin. Belohne ich mal. Ja, was für ein Drecksor, Sesko. Musste er hinter sich greifen, ja. Frimpong. Das war zu einfach. Frimpong ist natürlich auch viel, viel schneller als Muheim. Muss sein, dass ich hochkommen muss, Lia. So, Nachspielzeit der ersten Halbzeit ist angebrochen. Eine Minute. Ah, lassen Sie uns nicht mal den Konter. Schade. Hätte ich gerne noch mal gesehen, aber Spielstatistik 10:2. Wir sind noch gar nicht im Game. Noch gar nicht im Game. Blödes 1:0, trotzdem von Sesko, muss ich sagen, aber. Geht nahtlos weiter, Schonlau jetzt mit der gelben Karte. Oh mein Gott. Ey, das ist richtig wild. Muslia kann die Pille irgendwie behaupten. Jetzt Mikel Brunsis. Muss man da irgendwas machen? Ja, er kriegt den Spieler auch nicht. Ich glaube, Mikel Brunsis nicht rein. Jetzt hat er. Jetzt auf Otto. Jatta! Und jetzt mach ihn rein, Muslia. 1:1 in der 59. Minute. Völlig unverdientes Tor. Ja, ich weiß. Aber Jungs und Mädels, was soll ich da machen?
weil er da verteidigt, nicht mehr mit verteidigt. Wichtiges erstes Tor, Musiala. Jetzt Vierfachwechsel. Wir wechseln einmal durch in Verteidigung. David geht raus, Hoti rein. Vorne Sanders, Zimmermann kommen. Und Adrian Fein kommen. Also einmal komplett durchrotiert. Wichtig. Zimmermann. De Vries einmal rüber. Mika Brunsis. Musiala. Kommt langsam in seine Rolle rein bei uns. Ich glaube, es war abseits für Niata. Ja, schade. Ah, den muss ich selber abschließen. Ich wollte ihn rüberlegen, weil er mitgelaufen war, aber das war eine dumme Idee. Da wollte ich nicht eigennützig sein und ja, das war das Problem. Ja, so eine geile Grätsche. Wie ich das liebe von Hodi. Hat sich vielleicht auch mal einen Startelf-Einsatz verdient. Muheim. Ah, blöder Pass. Schwachsinnspass. Toni Mahlen. Einwurf nochmal. Wir können hier mit dem Punkt auf jeden Fall leben. Abpfiff 1-1 gegen Leverkusen. Boah, die Statistik will ich mir gleich mal angucken. Leute, 19-4. Am Ende irgendwie mehr Ballbesitz. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Wir gucken rauf auf die Tabelle. Jetzt geht's gegen Bayern. Ja, Tabellenführer würde ich sagen. Ja, genau. Wir haben gegen Gladbach gut gespielt, gegen Leverkusen gut gespielt, gegen Frankfurt. Gut gespielt, also muss man mal überlegen, gegen Frankfurt gab es auch 0-0, gegen Gladbach leider verloren, aber wir kriegen nicht mehr so viele Gegentore, das finde ich auf jeden Fall sehr stark. Wir haben uns ein bisschen abgesetzt von dem direkten Abstiegsplatz, sind aber natürlich noch unten drin. Gegen Bayern wird es jetzt super, super schwierig. Darmstadt denn als nächstes, da müssen wir natürlich wieder irgendwie punkten, wobei die auch oben drin sind. Heidenheim denn. Auch noch mittendrin oben. Aber da kann jeder jeden schlagen. Deswegen seid gerne beim nächsten Mal wieder dabei. Ich verabschiede mich. Wieder schauen und reingehauen.